Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser dritten Folge der Serie zu Pet Sounds geht es um die Erstellung eines Pet Sounds in Helm, einem kostenlosen Open Source Synthesizer vom selben Programmierer, der auch Vital programmiert hat. Nur ist dieser Synthesizer wesentlich früher entstanden und viel einfacher gestaltet. Das macht ihn aber zu einem idealen Lernsynthesizer und damit auch leider zu einem sehr häufig übersehenen Synthesizer. Das Video ist eine Kombination aus Pet Sound Design und Synthesizer Kennenlernen. Wenn du mehr über ein angesprochenes Grundkonzept wissen möchtest, dann schau dir einfach die erste Folge der Serie mit Bitwigs Polysynth an. Der Link ist unten in der Beschreibung. Oder schreib mir die Frage als Kommentar unter das Video. Aber legen wir doch einfach mal los. So, das ist der Helm Synthesizer. Der sieht jetzt nicht so shiny aus mit Chromknöpfen oder Holzfurnier oder wie auch immer. Aber dafür ist er übersichtlich auf den zweiten Blick, sagen wir es mal so. Aber man sieht ungefähr alles auf den ersten Blick, was der Synthesizer kann. Und eine Sache, spielen wir erstmal eine Note in den C. Das ist ein C. Und das ist ein Akkord. So klingt der erstmal, weil eingestellt ist ein Sägezahn. Und in diesem Mixer hier sind die beiden Oszillatoren scharf geschalten. Ich schalte jetzt erstmal einen hier aus. Dann klingt der Akkord ein bisschen leiser. Kaum macht man nur halb so viel, klingt alles halb so leiser. So, und bei dem Helm-Synthesizer sollte man vielleicht von vornherein wissen, das ist ein Mono-Synthesizer. Und Mono ist ja, hat ja nichts mit schlecht zu tun, ist einfach nur Mono. Der gibt halt nur ein Mono-Signal raus, will man jetzt aber ein Stereo-Signal haben. Was ich bei so einem Pad halt ganz gerne hätte, weil, um so ein bisschen Bezug auf die vorherigen Videos zu nehmen. Pet ist für mich so ein flächiges, softes, weiches, warmes, langsames, an- und abschwellender Sound. Und wenn halt flächig dabei ist, dann sollte der nicht Mono sein. Da kann man aber relativ schnell behelfen. In Bitwig und wahrscheinlich in jeder anderen DAW gibt es ein Device, das ist ein Stereo-Delay. Und das nehme ich jetzt. Könnte theoretisch auch einen Reverb nehmen, Stereo-Reverb oder irgendwie sowas. Aber einen Reverb erzeugt normalerweise erstmal nur eine Hallfahne. Gibt natürlich auch Reverbs, die machen noch so ein bisschen Stereo-Delay, Ping-Pong und irgendwie so Sachen mit dazu. Aber so ein Standard-Reverb erzeugt erstmal nur eine Hallfahne und dann hätte ich eine Mono-Hallfahne von einem Mono-Synthesizer und ich will ja Stereo haben. Also nehme ich ein Stereo-Delay, der macht so ein Ping-Pong. Das Stereo-Delay von Bitwig macht gleich noch so ein Crossfeeding für den Kopfhörer ganz gut. Und weil ich jetzt lang gelabert habe, spiele ich nochmal den Akkord ohne Delay. Und jetzt mit Delay. So, klingt im ersten Mal so ein bisschen wie Dub oder Reggae, aber das wird sich noch ändern. Hört sich wie eine Drohung an. Ne? Soll es aber gar nicht sein. So. Und zwar gehen wir jetzt über den Synthesizer so ein bisschen hinaus. Das heißt, oder auf den Synthesizer ein, nicht hinaus. Wir wachsen mit dem Synthesizer über uns hinaus. Machen wir es einfach mal so rum. So, also wie gesagt, ich will einen Pet-Sound erzeugen, flächig, weich und so weiter. Als Grundton einfach so ein Streicher Orchester vielleicht. Deshalb habe ich hier auch gleich einen Sägezahn. Den kann ich hier bei den Oszillatoren noch mal verändern. Hier oben ist so ein Viereck über dem Oszillator und dann kann ich jetzt greifen und ziehen. Dann kann ich mir alle möglichen verschiedenen Wellenformen einstellen. Ich will aber so einen Sägezahn, wie er hier eingezeichnet ist. Der zweite Oszillator, den will ich im Moment nicht. Den habe ich auch hier ausgeschalten im Mixer. Das heißt, es erklingt im Moment nur ein Sägezahn und der ist mir ein bisschen zu scharf. Ich will einen weichen Teppich, ein weiches Pad haben. Also gehe ich hier in die Mitte, da ist der Filter und den schalte ich jetzt erstmal an. Und dann sehe ich, der hat hier so eine Resonanz.
an dem Cut-off-Punkt. Die Resonanz möchte ich nicht, weil die erzeugt ja immer so ein bisschen Druck. Und den Druck möchte ich nicht, soll ja weich sein. Also schiebe ich das hier auf der rechten Seite einfach runter, dann ist der weg. Ich könnte jetzt auch hier reinklicken und diesen hier so machen, aber da kann ich dann zweidimensional hin und her schieben. Damit ich hier nicht alles verstelle, ziehe ich den hier einfach mal runter. So, und das ist ja quasi das Frequenzspektrum hier, von links tiefe Frequenzen, rechts hohe Frequenzen. Ich möchte relativ viele hohe Frequenzen aus dieser Sägezahn mit den vielen Obertönen rausschneiden. Das heißt, hier rechts oben sehe ich dann, kann ich die Flankensteilheit einstellen, also wie viel Dezibel pro Oktave der dann quasi steil runtergeht. Im Moment habe ich 12 Dezibel pro Oktave und jetzt nehme ich einfach 24 Dezibel pro Oktave. Dann sieht man gleich, die Flanke ist wesentlich steiler. 12, 24. Unterschied vom Sound. Viel, viel weniger Obertöne mit dabei. So, jetzt komme ich gleich wieder ins Spiel, muss ich sofort aufhören, sonst. So, und jetzt stelle ich den erstmal so ein, also relativ immer noch offen oder so ein bisschen geschlossen halt einfach, weil ich möchte als nächstes jetzt den Lautstärkenverlauf, die Lautstärkenhüllkurve einzeichnen, dass der Sound so langsam anschwillt, langsam abschwillt und dann auf einem bestimmten Level sich hält. Und dazu gehe ich hier links in den Bereich zur Amplituden-Envelope, also Lautstärken-Hüllkurve. Und hier auf der rechten Seite dieses Fensters habe ich ADSR, also Attack, Decay, Sustain, Release. Und die Schalter gehen hier halt horizontal statt Drehregler oder vertikal. Und ich sehe hier gleich, wie sich das ganze Ding hier bewegt. Das ist eben auch das Schöne an dem Helm, dass es auch sehr visuell ist. Man sieht das halt auch sehr gut, was da hier passiert. Ich kann das auch hier greifen und hier ziehen. Das geht genauso. Hat den kleinen Nachteil, nee, ja, wie man es will, hat den kleinen Nachteil, ich sehe es hier nicht direkt an einem Pop-up. Hier sehe ich es direkt am Pop-up, wie viele Sekunden das sind. Ich sehe es aber auch hier oben in dem Display. Wenn ich hier rumziehe, sehe ich Amp Attack. Sie haben wie Mars Attacks. Sehe ich dann einfach den Wert, den ich hier einstelle. Ich stelle jetzt einfach mal so 6 Sekunden ein ungefähr. Und klick mal oder drück mal die Tasten. Bisschen lang will ich ein bisschen weniger machen. Machen wir mal so 4 Sekunden rum. So, und dann soll das ganze Ding auch wieder ein bisschen abschwellen. Das heißt, ich ziehe das Decay ein bisschen rüber. Und da schwellt nichts ab, weil ich hier das Sustain noch relativ weit oben habe. Das ziehe ich jetzt erstmal hier runter und dann sieht man schön Attack, Decay, dann Sustain, solange ich die Tasten gedrückt halte und sobald ich die loslasse, geht es dann hier runter in den Release. Und ich will auch einen langen Release haben, weil auch wenn ich die Tasten dann loslasse, sollte es so ein bisschen nachklingen. Man schön gesehen, wie der Punkt hier überspringt. Und dann die Release-Phase durchgeht. So, das ist jetzt mein Lautstärkenverlauf. Ich mache jetzt den Filter einfach mehr zu, weil ich noch ein bisschen mehr mit dem Filter vorhabe. Den Filter möchte ich jetzt einfach noch zusätzlich bewegen. Das heißt, der soll sich langsamer bewegen als der Lautstärkeverlauf, sodass ich hier den normalen Lautstärkeverlauf habe, den ich hier eingezeichnet habe. Und der Filter soll sich langsamer öffnen. Also der Attack wäre jetzt mal gesagt so und Decay ist dann so, sodass ich quasi bei fallender Lautstärke einen sich immer noch öffnenden Filter habe. Und das kann ich direkt unter dem Filter machen mit der Filter-Envelope. Das hatte ich hier bei dem Attack eingestellt. 4,6 Sekunden circa. Dann stelle ich hier jetzt einfach mal 10 Sekunden ein. Kann zu viel sein, weiß ich nicht. Dann geht der auch
Bisschen schneller wieder runter, sagen wir so, in die Richtung. Und Sustain, was haben wir da? 0,5 für die Hälfte, dass der nur noch so halb zugeht und nicht mehr so wie hier ganz am Anfang. Ja, machen wir das einfach mal und Release machen wir auch relativ lang. Das hatten wir hier, 6, 7 Sekunden. Da machen wir auch mal 7 Sekunden circa. So, und damit diese Filter-Envelope jetzt tatsächlich auch Auswirkungen auf den Filter hat, also beziehungsweise den Filter bewegt, muss ich dem Filter auch sagen, bitte reagiere hier drauf. Und das mache ich hier mit der Envelope Depth. Die sind hier miteinander verbunden. Und hier sage ich einfach, wie weit sich dieser Filter öffnet nach diesem Schema, was ich hier eingemalt habe quasi. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt so ein bisschen auf. Den noch ein bisschen länger hier. Bisschen weniger. So, probieren wir das gleich nochmal. Öffnet sich immer noch und jetzt geht er langsam zu. Könnte ich sogar noch länger machen. So. Und jetzt habe ich eine Sache, wenn ich nur diesen einen Akkord spiele, ist alles super. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel den Akkord hier spiele oder dann zwei Oktaven tiefer oder Oktave höher und so weiter, stehe ich vor dem Problem, dass dieser Filter, den ich hier habe, der bewegt sich zwar nach dieser Hüllkurve, also nach, ja, nach dieser Hüllkurve, aber immer von derselben Stelle aus. Das heißt, würde ich jetzt hier quasi meine Noten spielen in diesem Frequenzbereich, geht zwar der Filter hier auf und wieder zu und alles ist schick. Aber spiele ich das jetzt zwei Oktaven höher und das wäre jetzt theoretisch hier, dann ist der Filter ja erstmal wesentlich mehr zu. Also im blödesten Falle höre ich gar nicht, gar nichts, bis der Filter sich quasi irgendwo so weit öffnet, dass es bis zu meinem Akkord rankommt. Und danach ist der Filter wieder zu und ich höre wieder nichts von meinem Akkord. Deshalb möchte ich, dass dieser Filter sich relativ zur Tonhöhe, die ich gerade anschlage, mitbewegt. Das heißt, spiele ich hohe Töne, soll die Grundstellung vom Filter nicht diese hier sein, sondern sollte sich irgendwo befinden, damit ich quasi am Anfang die Töne schon hören kann. Und das macht dieses Keytracking hier. Das heißt, wenn ich jetzt Keytracking auf 100% stelle, dann wandert dieser Filter immer mit der Einstellung, die ich ja hier als Standard habe. Und ich habe, egal welche Oktave ich drücke, immer denselben Filtersound. Ich gehe jetzt einfach mal zwei Oktaven runter. Nochmal dasselbe, zwei Oktaven hoch. Und jetzt das Ganze mal ohne Keytracking. Zwei Oktaven runter. Mach's jetzt mal mit Keytracking. Na, da hört man ganz gut, gerade wenn es hier oben, wenn der Filter komplett aufmacht, hört man ganz gut, was dieses Keytracking aufmacht, wo der Filter wäre, wenn er statisch ist. Das heißt,
Ich spiele hier unten Töne und der Filter ist eigentlich schon komplett weit auf und macht dann noch weiter auf. Oder Keytracking ist an, ich drücke tiefe Töne, der Filter rutscht dann quasi hier so runter und fängt dann auch da an. So habe ich halt einfach einen sehr viel konsistenteren Filter-Sound, wenn ich das Keytracking benutze. So, das war es eigentlich schon von dem Pad-Sound. Fast, habe ich schon fast alles? Nee, ich habe noch nicht alles. Ich habe ja jetzt erst der klingt gerade so gut, deshalb habe ich das komplett vergessen. Ich habe jetzt erst die Lautstärken-Hüllkurve angegeben, die Filterhüllkurve und die Filterbewegung eingestellt. Aber was ich noch gar nicht gemacht habe, ist einfach mehr Stimmen eingestellt. Und das mache ich hier oben bei den Oszillatoren mit dem Unison-Feature. Und da steht jetzt eine Stimme. Und da trage ich jetzt einfach mal 5 Stimmen ein. Der hat, glaube ich, irgendwie so 2er-Springen oder so. Sieht danach aus. 5 Stimmen. Dann klingt das erstmal so. Vielleicht ein bisschen mehr Unison. Ein bisschen schöner. Ein bisschen lauter hier machen. Achso, ich bin in der tiefen Oktave. Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Stimmen jetzt an der Stelle. Und was mit den Stimmen noch auf sich hat, ich drücke ja 3 Tasten, also einen Akkord. Und so generell würde ich sagen, okay, ein Oszillator, 3 Tasten gedrückt, macht 3 Stimmen. Eigentlich mit Unison, da weiß ich nicht, wie das gerechnet wird, wegen der Polyphonie, wären das eigentlich 15 Stimmen. Also ein Oszillator, der 5 Stimmen produziert und 3 Tasten, 15 Stimmen. Wird aber irgendwie anders gerechnet. Wer sich genauer damit auskennt, hinterlass mir doch einfach mal einen Kommentar, wie das gerechnet wird, weil nämlich es kann sein, wenn ihr zu viele Tasten drückt, weiß ich, ihr drückt einen Akkord und dann noch irgendwie so drunter 2 Unterstützungsnoten irgendwie, dann habt ihr schon 5 Tasten gedrückt. Stimmt das? 3 und 2 macht 5, ja genau. Mal 5 wären dann 25 Voices. 25 Voices. So, und das muss natürlich der Synthesizer auch können, wenn das denn jetzt mit den Unison-Dingern stimmt. Ansonsten hätten wir nur 5 Voices im Endeffekt. Der Helm hat hier unten links eine Einstellung Voices und da ist standardmäßig 4 eingestellt. Sieht man hier oben dann auch am Display, wenn ich über den Regler hier gehe. So, und die könnte ich jetzt gleich mal irgendwie hoch auf Tasten loslassen, mal auf 10 einstellen oder 16, irgendwie so in die Richtung. Das heißt, wenn ich hier die Tasten drücke, laufe ich vielleicht noch nicht in Gefahr, irgendwas nicht mehr zu haben. Also, dass mir irgendeine Stimme die andere klaut, wenn ich das hier natürlich jetzt runterschalte, sagen wir mal auf, machen wir mal, na komm, 3 Voices oder so, und mein einer Sound, jetzt spiele ich noch 2 Unterstützungsnoten drunter dazu, sind die schon geklaut. Wenn sowas passieren sollte, unbedingt darauf achten, hier unten kann man nochmal die Voices einstellen. Vielleicht nicht komplett aufreißen, braucht man vielleicht gar nicht, weil jede weitere Voice braucht natürlich auch wieder CPU, die gespielt wird. Von daher einfach mal gucken, was brauche ich eigentlich. So, das war jetzt eigentlich so das ganze Thema zum Thema Pad Sound Creation. Wie gesagt, ist eigentlich ein relativ einfacher Sound. Man könnte jetzt hier bei dem Suboszillator nochmal irgendwie vielleicht als Unterstützer nochmal drunter. Nochmal was machen oder wie auch immer.
Da geht noch eine ganze Menge. An der Stelle ist jetzt dieses Tutorial zur Pet Sound Creation oder Pet Sound Erstellung, Sound Design einfach erstmal durch. Aber ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, wer noch Lust hat und den Helm einfach noch nicht kennt oder vielleicht auch gerade mit dieser ganzen Sache so ein bisschen am Anfang ist, einfach den Helm ganz kurz mal drüber gehen und erklären, wo was ist. Alle anderen, war schön, dass ihr dabei wart und danke für das Interesse. Wie gesagt, wenn ihr Fragen oder Ideen oder Anregungen habt, bitte in die Kommentare, freue ich mich sehr. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. So, und jetzt noch ein bisschen zum Helm, einfach so als Übersicht. Der Helm ist relativ einfach aufgebaut, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Und es gibt an vielen Stellen des Helms, zum Beispiel wie an den Oszillatoren, gibt es diese Vierecke. Und die kann man hin und her schieben, dann kann man quasi andere Dinge auswählen. Der Helm hat zwei Oszillatoren. Das ist ein Mod-Wheel, mit dem man die beiden Oszillatoren miteinander modulieren kann, sodass der eine den anderen so ein bisschen moduliert. Das ist auch hier dieses Zeichen, diese Cross-Modulation. So kann man irgendwie noch weitere Sounds irgendwie erstellen. Ich kann den hier ja nochmal auf Init-Patch stellen. Dann habe ich diesen hier, der ist jetzt nicht besonders angenehm. Ein bisschen leiser, ein bisschen Attack rein. Nehmen wir das hier, ist irgendwie schöner. Das heißt, hier kann man so ein bisschen modulieren. Dann hat man hier so Feintuning-Möglichkeiten. Doppelklick, das Reset, dann transponieren in Halbtonschritten. Doppelklick wieder, dann gibt es hier das Unison-Feature. Das Ganze nochmal gespiegelt für den anderen Oszillator. Dann gibt es hier den Sub-Oszillator, der halt dann einfach nochmal eine Oktave tiefer irgendwas mitnehmen oder zwei Oktaven tiefer das Ganze nochmal macht. Das ist jetzt sehr tief, was ich hier spiele. Bin auch irgendwie, nee, ich war schon in der richtigen. Gehen wir einfach mal hier rein. Und hier kann man noch so ein bisschen shuffeln mit, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, nee, mit dem hat das nichts zu tun. Vermutlich eher hier mit diesen Oszillatoren. Dass die geschaffelt werden, es könnte aber auch, dass die irgendwie so ineinander gemorpht werden. So, nehmen wir einfach wieder den normalen Oszillator. So, dann hatte ich ja schon gezeigt, hier ist die Lautstärken-Hüllkurve, Amplitude Envelope. Dann gibt es hier den Filter, den ich noch so ein bisschen hier einstellen kann mit Resonanz. Einer anderen Flankensteilheit. Hier kann ich nochmal so eine Sample in. Nee, ist keine Sample in Hold, das ist. Na, wie heißt es, wenn ich hier so eine. Jetzt habe ich den Namen des Filters vergessen. So eine Flanke reinhaue. Mensch, komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall halt. Hier steht Filter Shelf. Shelf Filter. Hier ein Low Shelf, da oben steht es ja, ein Low Shelf. Dann kann ich hier einen Band Shelf machen, den kann ich hier rumschieben oder eben, also als wie so ein Notch oder so ein Peak Filter benutzen. Und hier kann ich noch einen High Shelf einrichten, sodass ich dann quasi die Höhen nochmal so ein bisschen anheben kann. So, dann gibt es hier oben die Einstellung für das Volume, was ich noch machen kann. Ich kann den hier ein bisschen runternehmen, da ein bisschen mehr Gas geben, egal wie ich das machen möchte. Dann gibt es hier noch so ein Feedback, wo der Sound quasi nochmal in sich selber gefeedbackt wird, also nochmal selber reingeleitet wird, bevor es in den Output geht. Da kann man den Sound so ein bisschen andicken, der wird meistens so in den Mitten dann so ein bisschen dicker. Mach einfach mal den Filter vielleicht wieder ein bisschen zu, ohne Resonanz.
ein bisschen Feedback, dann kann man das Ganze noch so, das Feedback noch ein bisschen tunen. Ist auch eine interessante Möglichkeit. Bei dem Filter selber kann man noch einen Drive benutzen, das heißt, der Sound, der quasi in den Filter reinkommt, wird verstärkt. Muss man natürlich dann nachher wieder runternehmen. Und so kann man einfach den Filter auch so übersteuern. Man kann ein paar schöne Effekte damit machen. Doppelklick, sind wir wieder beim Ausgangssound. Dann gibt es hier den Filter Envelope, den ich dann hier mit der Filter Depth steuere und das Key Tracking hier so ein bisschen beachte. Und dann gibt es hier unten noch einen weiteren Mod Envelope, den kann ich frei benutzen und auf irgendwelche anderen Parameter quasi oder andere Parameter damit modulieren. Modulieren tue ich ganz generell bei dem Helm. Ach hier, den Filter habe ich noch gar nicht, da kann ich hin und her schalten. Irgendwie eher Low-Pass-Filter oder High-Pass-Filter oder Low-Cut oder High-Cut. Da gibt es ja immer die unterschiedlichen Bezeichnungen dafür. Modulieren tue ich bei Helm immer, indem dass ich auf das Helm-Symbol hier klicke und dann wird hier alles gehighlightet. Da ist deutsches Wort für Highlight. Weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was deutsches Wort für Highlight. Komme jetzt nicht drauf. Aber sagt nicht Glanzlicht. Das wäre, also es geht schon um eine sinnhafte Übersetzung. Auf jeden Fall, alles ist erleuchtet. Ist auch ein schöner Film. Und dann kann ich hier einfach draufklicken und das dann entsprechend modulieren oder sagen, nee, gefällt mir nicht. Doppelklick auf die Modulation, alles ist wieder gut. Und mit dem Klick auf den Helm deaktiviere ich dann wieder das Highlighting. So, dann fangen wir von hier oben an. Ich kann hier nochmal die Beats per Minute einstellen für meinen Effekt. Wie schnell ich das haben will. Ich kann aber auch generell bei zeitgesteuerten Effekten, die hier bei dem Helm sind, das an die DAW-Geschwindigkeit anpassen. Dann gibt es hier einen ARP. Mal hier mal ein Tag ein bisschen. Dann kann ich hier nochmal in Seconds, in Tempo halt einstellen. In Dotted oder in Triplets zum Beispiel. Gate kann ich die Töne ein bisschen kürzer machen, wie es halt bei so einem ARP ist. Arpeggiator kann ich nochmal sagen, wie viel Oktaven der hoch oder runter springen soll. Und hier habe ich das Pattern nochmal, also aufwärts, abwärts, hoch und runter und so weiter und so fort. Dann gibt es hier einen Stutter-Effekt. Wenn ich einen Ton drücke, dann stottert der so vor sich hin. Dann gibt es hier auch wieder Frequency, wenn ich draufklicke. Das Resampling. Bin ich ehrlich gesagt gerade etwas überfragt. Gibt es hier noch eine Softness? Hat irgendwas mit dem Attack zu tun? Kann man auch einstellen. Und hier immer auf diese Ein-Ausschalter zum Ein-Ausschalten. Dann gibt es noch ein Distortion mit verschiedenen Algorithmen. Soft, Hard, Linear, Sinefold. Und einen Mix, wo ich das einfach hinzumixen kann, wenn ich irgendwas haben möchte. Und je nach Algorithmus. So ist in der Richtung. Dann gibt es hier noch ein Delay, aber da der Helm ein Mono-Synthesizer ist, ist das auch nur ein Mono-Delay. Hier Feedback. Damit es einfach länger feedbackt. Dieses Pitching kommt gerade da, dass ich das während es delayed hat verstellt habe. Dann gibt es immer so ein bisschen dieses hier ist ein Gleiteffekt damit drin. Dann gibt es einen Reverb. Ah, ich bin ja lustig. Ich habe hier den Delay noch an. So, Feedback.
Das ist ein sehr einfaches Reverb. Feedback ist einfach, wie lange der Raum, wie lange es klingt. Nee, nicht der Raum, ist einfach, wie lange das Reverb klingt. Und mit Damp nehme ich die hohen. Nehme ich die hohen Frequenzen raus. Und Mix ist bekanntes Konzept. Hier ist nur Original und so mische ich dann einfach den Reverb hinzu. Alles über 50% ist nur noch Reverb. So. Dann gibt es hier noch einen Formantfilter. Mache den hier mal ein bisschen mehr auf. Dann kann man auch schöne Sachen machen. Hat man vielleicht ja auch nicht in jedem Synthesizer drin oder nicht so offensichtlich. Hier sieht man das halt gleich und kann dann den Schabernack treiben. So, und dann gibt es hier unten noch diese LFOs und Step-Sequencer. Die Mono-LFOs sind einfach nur ja, ganz normale LFOs. Das heißt, ich habe hier eine Wellenform drin. Ich kann hier auch wieder andere Wellenformen auswählen. Das da hinten ist wahrscheinlich ein Sample and Hold, der halt irgendwas oder ein Random. Was sagt er hier? Sample and Hold ist es, genau. Sample and Glide. Sample and Glide ist quasi ein Sample and Hold, nur weicher, was auch das Bild hier anzeigt. Dann gibt es hier die Pyramiden, Step und so weiter und so fort. Und das kann ich auch wieder zum Modulieren von irgendwelchen Sachen benutzen, damit ich dann quasi diese Modulation auf irgendeinen Parameter setzen kann. Und das kann ich hier auch wieder sagen, okay, das soll einfach vor sich hin modulieren und auf nichts achten. Niedriger bei jedem Tastendruck und Sync to Playhead ist einfach an das Arrangement, zum Beispiel bei Bitwig, hier rangeklemmt, sodass ich an jeder Stelle, die ich hier habe, auch immer wieder quasi dieselbe Modulation habe und nicht ständig irgendwie eine neue Modulation. So, und hier kann ich dann nochmal einstellen, wie schnell das Ding hier durchdrehen soll oder wie langsam es vorangehen soll. Hier kann ich nochmal quasi den Amount einstellen, wie stark oder ins Negative gehen, also dass er erst hier unten anfängt. Ich weiß nicht, man kann, glaube ich, die Phase nicht einstellen, womit er beginnt, aber das ist egal. Bei diesen Mono-LFOs, von denen es zwei Stück gibt, ist es auch immer so, dass wenn ich eine Taste drücke und dann die nächste, und ich habe hier auf niedriger gestellt, dann ist bei dem nächsten Tastendruck geht dieser Mono-LFO wieder von vorne los und moduliert den ersten Tastendruck genau gleich mit. Das heißt, die klingen immer gleich. Wenn ich jetzt so eine Tonhöhenschwankung drin habe, klingen die immer genau gleich mit. Und beim zweiten Tastendruck startet das ganze Ding halt von vorne. Das heißt, auch wenn ich mitten in der Modulation vom ersten Tastendruck drin bin, sagt einfach der zweite Tastendruck, so jetzt fange ich jetzt nochmal an und alle gehen quasi im Gleichschritt mit. Also, das sind die beiden Mono-LFOs, ne? Und modulieren hier, alles ist erleuchtet und so weiter. Schöner Film, hatte ich schon gesagt. Dann gibt es den Poly-LFO, wo dann quasi jede gedrückte Taste ihre eigene Welle hier kriegt. Das heißt, drücke ich so nacheinander Tasten, dann geht jede dieser Tasten quasi nacheinander ihren eigenen Weg. Und das kann dann einfach dazu führen, nehmen wir doch einfach jetzt mal Tonhöhe hier, also vielleicht nicht ganz so schräg. Bisschen langsamer. Das habe ich doch. So, und dann rechter Mausklick, Disconnect, kann ich das wieder lösen. Dann gibt es hier den Step-Sequencer, wie halt so ein Step-Sequencer funktioniert. Das könnte ich jetzt zum Beispiel auch wieder mit der Transponieren machen. 24. Einer der schönsten Melodien, die ihr seit langem gehört habt. Ich kann noch einen Slide einfügen. Hier auf Retrigger. Bei jeder neuen Taste fängt er wieder von vorne an. Die Steps kann ich so ein bisschen verkleinern und habe ich noch gar nicht geguckt. Bis zu 32 Steps kann ich hier eingeben.
Heißt, ich könnte eine komplette Melodie spielen lassen oder irgendwie, keine Ahnung, den Filter auf und zu reißen und weiß der Geier, was man sich da alles vorstellen kann. Dann gibt es hier auf der rechten Seite noch Keyboard Mod, das heißt alles, was mit dem Keyboard in irgendeiner Form zu tun hat oder auch nicht. Oder auch nicht, komme ich gleich dazu. Aftertouch ist, wenn ihr auf eine Taste drückt und nochmal nachdrücken könnt und da wird ein Signal gesendet vom Controller oder vom Keyboard. Das ist, glaube ich, das Channel Aftertouch. Das heißt, nicht pro Taste, sondern wenn ihr 5 Tasten drückt und bei einer drückt ihr dann quasi das Aftertouch, gilt das für alle Tasten. Dann gibt es hier das Mod-Wheel, was meistens an der Seite links von einem Controller ist, wo meistens der Filter mit verbunden ist. Das könnte man jetzt zum Beispiel auch hier mit dem Filter machen. Ich mache es mal in die andere Richtung als normal. Und man sieht es leider nicht. Das wäre natürlich super schön, wenn man das sehen würde. Rechtsklick und machen wieder weg. Dann gibt es die Note. Das heißt, wenn ihr irgendeine Note drückt, kann die Note jedes Mal irgendwas hier auslösen, je nachdem, wo ihr das jetzt hin mappt, könnt zum Beispiel auf den Filter mappen, dass jedes Mal, wenn eine Note gedrückt wird, geht der Filter irgendwie hoch. Weiß jetzt nicht so ganz genau, wie sinnig das ist. Ich habe das Feature, glaube ich, noch nie probiert. Also, ich habe jetzt noch den hier. Man sieht, dass der hier. Ah, Note ist der Notenwert. Je tiefer ich die Note drücke, desto weniger schlägt er aus. Je höher ich die Note drücke, desto mehr schlägt er aus. Also abhängig von der Tonhöhe kann man hier nochmal was einstellen. So, rechter Mausklick, Disconnect. Pitch Wheel ist das ganz normale Pitch Wheel. Kann man auch nochmal irgendwie irgendwas mit modulieren hier. Velocity ist der Tastenanschlag. Wie stark die Taste angeschlagen wird, also wie stark ich da drauf drücke oder wie schwach ich da drauf drücke. Und random ist halt irgendwie ein Zufallswert, der halt dann so vor sich hin zufällt, wo man vielleicht auch unter Umständen interessante Sachen dann rausfinden kann oder rausbekommen kann, nicht rausfinden. Dann hier unten sind nochmal die Voices, die man einstellen kann, also wie viel Töne dieser Synthesizer gleichzeitig spielen kann. Dann gibt es hier noch den Pitch Bend, der hat was mit dem Pitch Wheel zu tun. Wenn ich hier standardmäßig 2 eingetragen, dann geht er 2 Halbtone hoch und runter. Den kann ich aber auch auf 24. Dann geht der halt 24 hoch und runter. Velocity Tracking ist so das Standard Velocity. Das heißt, das ist hier auf 50% eingestellt. Wo drücke ich gerade drauf? Velocity auf 0. Da kann ich dann einfach sagen, wie stark eine Taste reagieren soll. Und theoretisch geht es in den negativen Bereich, wenn ich das richtig mache. Ich drücke jetzt ganz sanft drauf, dann wird es laut. Ich drücke stärker drauf, dann wird es leiser. Doppelklick geht wieder in die Mitte. Und dann ist hier unten nochmal das Keyboard. Da kann ich mit der Maus auch nochmal drin rumwuseln. Und hier auf der rechten Seite gibt es dann noch das Portamento. Das ist einfach nur so ein Gliding. Ich mache das hier mal an. So, jetzt mal kurz eine tiefe Taste und jetzt eine hohe Taste. Machen wir es mal langsamer. Dann gleitet es so. Da gibt es einen Autoschalter, da müsst ihr nochmal gucken in der Anleitung, was Auto bedeutet hier ganz genau. Und dann gibt es noch den Legato. Legato ist immer nur dann, wenn quasi mehrere Tasten, wenn ich jetzt einen Akkord drücke, loslasse einen anderen Akkord. Das ist wahrscheinlich dann bei Auto. Wenn ich die nacheinander drücke, ist kein Portamento. Wenn ich dann quasi die überlappend drücke, habe ich ein Legato. So, das war der Helm-Synthesizer. So in einer Schnellfassung. Wie gesagt, ein relativ einfacher Synthesizer, Mono-Synthesizer, aber dennoch ein sehr guter Lern-Synthesizer, um einfach die Konzepte zu verstehen, weil man einfach viel hier visuell hat. Man sieht, was passiert, was eine sehr gute Sache ist.
Und aber dennoch eigentlich ein ganz gutes kleines Synthesizerchen, was man immer mal wieder ganz gut benutzen kann für kleinere Aufgaben oder auch für größere Aufgaben. Lohnt sich auf jeden Fall mal mit dem Ding auseinanderzusetzen, auch weil man so ein bisschen limitiert ist und dann einfach erfinderisch werden muss, um bestimmte Sachen zu machen, wofür es bei anderen Synthesizern einfach einen Haufen Presets gibt und die man hier nicht hat. Ich meine, Presets hat man hier auch nochmal. Kann man die einstellen, man kann auch eigene hier speichern, kann hier draufklicken und die unterschiedlichen Fenstergrößen hier eingeben. Zum Beispiel, dass der Updates jetzt vermutlich nicht so wirklich geben, obwohl es letztens noch so ein Clap-Update für den gegeben hat. Das heißt, der Helm gibt es für gibt's als VST oder mittlerweile, glaube ich, darf es ja nur noch VST3 sein und als Clap auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob als AU. Und es gibt es für Linux, Windows und Mac. Das Teil als Standalone, glaube ich sogar, und eben für eine DAW. Und wie gesagt, guckt euch das an und belächelt das nicht nur, denn der kann schon so ein bisschen was. Und der Sound ist halt ein bisschen roh, aber manchmal möchte man das einfach auch. Okay, das war's an der Stelle. Ich bedanke mich dafür, wenn ihr so lange dabei geblieben seid, wenn ihr noch Fragen dazu habt, zum Helm. Oder zu den Pet-Sounds oder wie auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare bitte. Ich freue mich immer, was von euch zu hören, wie ihr das fandet zum Beispiel, finde ich auch ganz toll. Beziehungsweise nicht nur für mich, sondern auch für andere, wenn ihr noch weitere Ideen habt, wie man was machen kann, was es für tolle Tipps gibt dafür, schreibt es in die Kommentare und lasst es die Welt einfach mal wissen. Manchmal ist auch die kleinste Idee oder der kleinste Kniff ganz, ganz wichtig für jemanden, der sich gerade die Finger wund danach sucht. Wunderbar, dann hoffe ich, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao.